Einen schönen guten, meine Guten. Harry Potter, die Magie erwacht. Und wir sind beim nächsten Teil von den Deckkarten. Und zwar haben wir heute der legendäre antipodisches Baby-Opalauge. Ja, ist hinten 2 Sterne, Schaden 4, habe ich auch schon oft in Gebrauch gehabt. Ruft ein antipodisches Baby-Opalauge auf, das Feuer auf gegnerische Einheiten Spalt- und Flächenschaden hinzufügt. So, hier für die Statistiker wieder. Ziel, vielleicht noch für alle interessant, ist Boden und Luft. Schaden ist bei 67, gibt nochmal Gesundheit und der Rest alles so eine kleine Rechenklamotte. Hier haben wir nochmal den Leitfaden. Könnt ihr nochmal gucken, gern mit Hagrid zusammengenommen. Und hier nochmal die Story zum Lesen. So, ich habe noch auf Stufe 2 schon ein bisschen aufgelevelt. Wie gesagt, und hier hinten wird dann nochmal richtig gefährlich. So sieht die Karte nochmal ein bisschen größer aus. So, dann haben wir, werden wir sie natürlich nochmal schnell benutzen. Und zwar rufen wir sie aus. Wie gesagt, habe ich auch schon oft in Benutzung gehabt und kommen Feuerklamotten hier auf den Gegner drauf. Spalt Feuer auf. Fliegt überholt nach vorne immer hin. Sehr schön. Wie ihr hier seht. Auch hier 3 Stück ist Maximum. Ich glaube, das ist auch bei jeder Karte. Ich werde da natürlich das Maximum ausprobieren. Nicht, dass ich was Falsches erzähle hier, dass vielleicht irgendwas auch unendlich geht oder sowas. Aber normalerweise bei Tieren und sowas ist Maximum 3 Stück. Nein, guck mal, hier können wir sogar einen vierten. Hier ist, mein Gott, dass wir es ausprobiert haben. Hier ist Maximum 4 Stück. Jawohl, also 4-mal. Sehr fein. Aber eigentlich die Regel sagt, also 4 Stück habe ich noch nie geholt. Maximal 2 und dann ist der ein oder andere von den Gegnern natürlich kaputt gemacht. Hier haben wir natürlich hier diese Gegner, die sich nicht wehren. Deswegen haben wir, erleiden wir hier natürlich auch keinen Schaden. Aber es könnt ihr natürlich auch selber alles ausprobieren und testen. Holt bei euch ins Deck rein. Macht euer Deck, wie ihr es gerne habt. Oder was ihr für Karten gerne am Spielen seid. Probiert alles aus. Ist alles sehr schön. Ich habe am Anfang auch immer so mein Lieblingsdeck gehabt. Und dann irgendwann bin ich nicht mehr weitergekommen. Hab irgendwelche anderen Karten noch mit zugepackt, die mir eigentlich nicht so lagen. Aber war erfolgreicher gewesen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Glück da draußen. Schönes Leben wie immer. Euer Onkel Jens.